Ich habe das Interview mit Schabowski gesehen und habe mit meinem Mann dann darüber gesprochen. Da haben wir gesagt, super, jetzt fahren wir Weihnachten gemeinsam zu meiner Schwester nach Münster. Und ja, und dann war Fußball, ich weiß das noch genau. Und ich war ziemlich kaputt. Ich hatte einen arbeitsreichen Tag hinter mir und bin ins Bett gegangen. Und irgendwann bin ich um 11:30 aufgewacht und mein Mann war nicht im Bett. Und dann bin ich ins Wohnzimmer gekommen und da war ein Gewusel da im Fernsehen und so. Das habe ich noch mitbekommen. Aber ich habe auf den Druckknopf gedrückt und habe den Fernseher ausgemacht und habe meinem Mann, der schlief nämlich vor dem Fernseher, gesagt, komm mit ins Bett. Und nächsten Morgen sagte mein Sohn, Oma hat heute Nacht angerufen. Ich sage, ja, was ist was? Ist sie krank? Oder, nee, die hat gesagt, die Mauer ist offen. Und da habe ich gesagt, Oma spinnt. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, jetzt müssen wir den Fernseher anmachen. Und dann haben wir den Fernseher angemacht und haben eben gesehen, dass wirklich in der Nacht die Mauer aufgegangen ist. Und da habe ich wirklich geheult. Da war ich, also war ich fix und fertig. Und dann sind wir am Wochenende sind wir gleich nach West-Berlin zu einer Cousine und haben auf dem Kudamm gefeiert und es war ein unglaubliches Volksfest. Also das werde ich nie vergessen. Auch diese, es war eine Demonstration von Ost nach West auf der Bornholmer Brücke. Ein riesen Menschenstrom und übrigens ein paar Monate später bin ich musste dann die Honecker Autos übernehmen, das waren ja Panzer, und dann bin ich zu einem Interview an meinem Geburtstag nach West-Berlin gefahren, weil ich das im SFB aufgenommen werden sollte. Und plötzlich wurden wir an der Bornholmer Brücke, an derselben Stelle, wo ich das erste Mal West-Berlin betreten habe, wurden wir aufgehalten. Und ich habe gesagt, was ist denn jetzt los? Warum werden wir hier aufgehalten? Und da kam ein Offizier und übergab mir einen Blumenstrauß. Und das war für mich ein ganz komisches, zwiespältiges Gefühl, weil ich gedacht habe, vor ein paar Monaten wärst du hier noch erschossen worden und jetzt kriegst du einen Blumenstrauß. Also, Sie sehen, es geschehen Dinge im Leben, die man nie vorhersehen kann. Und das war eben auch ein sehr eigenartiges Gefühl.